Und schon wieder zurück bei Blackguards. Wir lassen uns gerade noch ein bisschen feiern als Retter dieser Stadt, bevor dann dieser Lumpenhund hier, der Laska, wieder hinter uns her sein wird und uns wahrscheinlich sogar über die Grenze folgen wird. Oder zumindest wird er uns wahrscheinlich versuchen, vor der Grenze nochmal aufzuhalten. Wir dürfen auf jeden Fall jetzt über die Grenze gehen. Das bedeutet, wir können nach Winnep. Und dort sollten wir eigentlich sicher sein vor Laska, weil wir dann im Bereich Mengbila sind. Ist die Hoffnung, dass es auch so klappt. Da kommt der Bluthund wieder. Ja. Gleich wird er bellen. Sehr ehrbar von euch, Morbal gegen die schuppige Meute zu verteidigen. Aber das ändert nichts daran, dass ihr Gesetzesbrecher seid. Keiner von euch wird dieses Land verlassen. Aber tröstet euch. Ich bin sicher, der Morast der Sümpfe wird euch mit offenen Armen empfangen. Der Mann hat recht. Die Sümpfe könnten uns helfen. So, der Mann hat recht, die Sümpfe könnten uns helfen. Ist nur die Frage, wie? Guck mal hier. Das ist ein Bereich, in dem explodiert wieder alles, wenn wir da mit Feuerzaubern reinhauen. Die Sümpfe könnten uns helfen. Aber die Frage ist, wenn wir da reingehen, dann müssen wir doch selber auch Proben ablegen, um zu verhindern. Um zu verhindern, dass wir da selber reinfallen, beziehungsweise dass wir da selber... Ich probier's mal aus. Warte mal, was ist das hier eigentlich? Das ist, glaube ich, nichts. Hier im direkten Kampf gegen die wird es wahrscheinlich sinnlos sein, weil das sind 8 Leute gegen 4. Das heißt, die können uns immer doppeln. Das wird auf Dauer leider schief gehen. Wir müssen also hier vorne hinlatschen. Ich probiere es einfach mal. Oh, guck mal. Wir kommen ja ganz gut durch. Das ist ja okay. Nein! Ich darf nicht durch dieses Gebilde gehen. Alles klar. Nee. Na toll, er steckt fest. Er steckt fest, natürlich. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn das mal geklappt hätte. Aber dann ist es ja offensichtlich tatsächlich so, dass überall in diesem Sumpf die Chance besteht, dass man letztlich feststeckt. Was nicht so gut ist. Was wahrlich nicht so gut ist. Ah, guck mal, er steckt zumindest auch fest. So. Bringen Sie mal ein bisschen außer Reichweite. Wir schießen mal. Wir fangen zumindest mal an, den Gegner ein bisschen zu penetrieren. Fangen nicht an, den Gegner ein bisschen zu penetrieren. Und ihn mal hier hin. Nein! Nein, der ganze Plan ist hinüber. Der ganze Plan ist hinüber. Ich raste aus. Die mit ihren Fackeln. Das ist doch nicht zu glauben. Wenn sie da nicht festgesteckt hätte, hätte dieser... Ja, klar. Das... Pass auf, da kann ich im Prinzip direkt schon wieder laden, weil Theresa ist gleich tot. Das bringt überhaupt nichts. Ja. Das hat ja super funktioniert. Der Sumpf könnte uns helfen. Hat ja richtig gut hingehauen. Nee, wir müssen das anders machen. Wir müssen gucken, dass die hier möglichst versammelt sind. Und wenn es nur 4 sind, aber dann haben wir zumindest die 4 schon mal ein bisschen... Pass auf, ich mach das mal anders. Ich mach das mal anders. Wir machen das jetzt direkt mal. Da kommt der Bluthund wieder. Gleich wird er bellen. Sehr ehrbar. Ja, ja, das wissen wir alles schon. Das wissen wir alles schon. So, jetzt neuer Versuch. Als erstes ist Naurim dran. Naurim würde ich gerne... Er geht da jetzt nicht durch dieses Blubberwasser, ne? Er geht hier runter. Ja. Jetzt sie. Die bringen wir mal hier hinter in Sicherheit. So. Theresa geht hier unten hin. Nein! Menno! Ja, steck da ruhig mal fest. Die mit den Fackeln, das sind halt die übelsten, ne? Die sind die unangenehmsten Mitstreiter hier. Das Problem ist, sie versammeln sich... Ah, ja, sehr gut. Da sind schon mal 2 drin. Wir müssen ja auch noch im Zweifel... Da sind schon mal 3 drin. Das Schlimme ist, wir müssen ja im Zweifel auch noch einen... Ja. Wir müssen ja im Zweifel auch noch einen... Nee. Einen...
einen Weg freihalten, um mit unserem Magier dann zu zaubern. Das dürfte interessanter werden. Wow. Ja, er rennt natürlich jetzt darum. Das ist doof. Und jetzt rennt er auch darum. Er steckt zum Glück fest. Das missfällt mir doch alles sehr. Das ist halt das Problem. Sie versuchen hier und hier rumzukommen. Und das schaffen sie auch. Und im Zweifel können sie hier noch rumlaufen und hier noch rumlaufen. Gibt es denn hier irgendwo einen Platz, wo wir genug Deckung haben, um die Leute auch wirklich abzuhalten? Ich meine, es war ja absehbar, dass die Kämpfe jetzt auch deutlich schwerer werden mit der Zeit. Zwei Stück stehen drin, das ist nicht viel. Wie soll man sich hier auch konzentrieren? Das ist eine gute Frage. Ja, also gut, diese Explosion hat jetzt nicht so viel Schaden angerichtet, wie ich gehofft hatte. Aber guck mal, zwei sind schon mal tot. Zwei sind schon mal tot, dafür haben unsere Leute jetzt mittlerweile auch schon Wunden kassiert. Der Rest steckt da oben fest. Er müsste jetzt gleich auch tot sein eigentlich. Den da hatte ich schon mal penetriert. Den da hinten kann ich nicht erreichen. Hier kann ich auch, doch ihn könnte ich erreichen. Versuchen wir es mal. Ich meine, so viele Lebenspunkte haben die tatsächlich eigentlich gar nicht. Wenn die halt nicht immer treffen würden mit ihren Angriffen, das ist das große Problem gerade. Naurum hat noch 21 Lebenspunkte. Das müsste eigentlich hinhauen, um den Kampf hier zu Ende zu... Oh. Um den Kampf hier zu Ende zu führen. So, Naurim ist befreit. Müssen wir nur noch gucken, dass Theresa überlebt irgendwie. Den da kriegen wir auch anders fertig. Wir müssen jetzt Theresa helfen. Hoffentlich kommt er durch. Oh ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, er kommt durch. So, schon viel besser das Ganze. Schon viel besser, das gefällt mir jetzt wieder richtig gut. Das kann sie parieren und blocken, das ist kein Problem. Wir sparen uns ein bisschen Astralenergie und kloppen den ja tot. In die Niederhöllen mit euch! Auf, Flachmenbilla, Freunde. Man hat uns alles genommen. Jetzt lasst uns alles gewinnen. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Ach, guck mal, ein Dreispitz. Sehr schön. Landsitz des Grafen Urias, 3 Wochen vor Elanors Tod. Du warst immer ein Faulpelz. Und ich wette, du bist immer noch ein Faulpelz. Aber jetzt bist du ein Faulpelz mit Ausbildung. Ich wäre also dumm, keinen Gebrauch von dir zu machen. Wie ihr wünscht, euer Hochwohlgeboren. Nenn mich Urias. Elanor hat einen Narren an dir gefressen. Unverständlicherweise. Sie will dich wieder häufiger bei uns haben. Und wie kann ich ihren Rehaugen irgendetwas abschlagen? Glaub aber nicht, dass du nun den lieben langen Tag in unserem Garten herumlungern und Sirup schlecken kannst. Ich bin ein Arbeitstier. Das bezweifle ich. Meine Ausgrabungen gehen mit großen Schritten voran. Leider zieht das auch allerlei neugieriges Gesindel an. Du wirst helfen, die Grabungsstätte zu überwachen. Es wird dir gefallen. Du kannst viel herumsitzen. Sprich mit Aurelia. Sie wird dir alles Wichtige erklären. Was graben wir aus? Die Vergangenheit und die Zukunft. Klingt ehrgeizig. Willkommen zu Hause, Mädchen. Hallo, Faulpilz. Hilfst du mir, die Welt zu retten? Wozu denn? Die Welt ist gut. Die Welt ist ein Teller madiges Fleisch. Sieh dich um. Die Hälfte der Menschen ist unglücklich. Und die andere Hälfte zufrieden. Und das genügt dir? Hm,
Naja, man wird niemals, man wird es niemals schaffen, alle Menschen glücklich zu machen. Das ist einfach ein unmögliches Unterfangen. Ne? Also es liegt einfach auch daran, dass natürlich die Bedürfnisse der Menschen teilweise ganz anders sind. Es genügt natürlich nicht. Also wenn man das so sagen müsste, dann müsste man sagen, nein, es genügt mir nicht, dass nur die Hälfte der Menschen zufrieden ist, weil man immer daran arbeiten sollte, dass mehr Menschen zufrieden sind. Aber das zu schaffen oder sich das Ziel zu setzen, dass alle Menschen glücklich sind, ich glaube, da ist man sehr schnell frustriert, weil das wird nicht funktionieren. Ich würde aber gerne philosophieren. Jeder Mensch ist in seiner Natur entweder glücklich oder unglücklich. Nimm einem glücklichen Menschen alles und er wird dennoch strahlen. Bewirf einen Unglücklichen mit Geld, Wein und Festen und er wird bald wieder jammern. Es lässt sich nicht ändern. Du bist wirklich ein Faulpelz. Aber sie hat recht, ne? Also auch das ist natürlich ein Faktor, der durchaus stimmig ist. Ich kenne durchaus Menschen, die wirklich alles nachgeschmissen bekommen und ein Glück haben in einer Tour, oder ich kannte Menschen, bei denen das so war, und die trotzdem, egal, auch wenn ihnen was Gutes passiert ist, dann haben sie darüber gemeckert, dass es nicht noch besser war. Und andererseits kenne ich Menschen auch heute noch, denen es sehr schlecht geht teilweise, wo ich sagen würde, Mensch, wie kommst du klar? Und die sagen, naja, irgendwie geht's ja immer weiter, ne? Es ist alles okay. Das ist tatsächlich so, das muss man auch so sagen. Warum so schlecht gelaunt? Ach, Urias wird mich nicht mitnehmen. Er lässt mich hier verstauben. Weil du launisch und unberechenbar bist. Wer will so jemanden schon dabei haben? Ja, ha. Welcher gefährliche Ort ist es diesmal? Das Regengebirge. Zu den geheimnisvollen Echsenmenschen. Du weißt, wie sehr unser Graf Geheimnisse liebt. Sei froh, dir bleiben Moskitos und Dschungeltiger erspart. Das Regengebirge ist der letzte Ort, an den ich reisen möchte. Wonach graben wir? Nach Wahrheit. Glaubst du, der Graf erzählt mir irgendetwas? In den Geschichten geht es nie gut aus, wenn jemand im Boden gräbt. In dieser Geschichte wahrscheinlich auch nicht. Warte, ich will dir etwas zeigen. Du bist gut geworden. Danke. Was war das? Komm. Was war das? Was war das? Oh nein. Oh nein, wir sind wieder... Oh nein. Charakterbogen. Ah, wir sind wieder in der Vergangenheit, oder? Ja, wir sind wieder in der Vergangenheit und haben deswegen... Ach ja, haben deswegen die Ausrüstung, die wir zu Beginn des Spiels mal gewählt haben. Wir haben es zu tun mit zwei... Dieben. Zwei Diebe und was haben wir hier auf der Karte? Wir haben hier den Wagen, da eine Kiste. Hier können wir uns verstecken. Die haben keine Fernkampfwaffen, ne? Die haben nur Nahkampfwaffen. Das werden wir uns hier hinstellen. Müssten sie sich hier und müssten sie sich da und da. Ich weiß nicht, in welchem Radius das Ding hier runterkommt. Normalerweise würde ich ja sagen, wir stellen uns hier hin. Ja. Dann müssten sie uns vielleicht hier oben angreifen. Das wäre jetzt der Plan, dass wir dann vielleicht mal gucken... In welchem Radius hier? So, warten. Ja, der steht schon mal richtig. Muss der andere sich nur noch da um... Na, das war so klar. Alles klar. Was haben wir denn hier? Hexengalle. Ätzender Speichel, 6 Punkte Giftschaden. Das Opfer wird eventuell für 6 Runden gelähmt. Uiuiuiuiui. Hexenspeichel, heilt Verletzungen. Sie arbeitet sehr viel mit Körperflüssigkeiten, habe ich das Gefühl. Ui, ja. Ich will jetzt aber das Ding hier zum Einstoß bringen. So. Ah, hat wirklich hier diesen Bereich, ne? Also. Jetzt kann sie auf den am Boden liegenden einstechen. Jetzt komme ich hier nicht hin, das ist doof. Jetzt muss ich hier rumlaufen. Ah, wir hätten hier den Weg blockieren können. Ach so. Dass wir nur mit einem gekämpft hätten. Verstehe. Aber es wird sowieso vorbei. Frage mich, was er gehofft hat, hier zu finden. Ich hole Urias. Mhm. Kapitel 2. Aurelia. Das Emirat Mengbela. Ein Land, das Praios, den Gott der Gerechtigkeit, verstoßen hat. Wo Sklavenjäger mit Kurtisanen, Giftmischern und Bettlern um die Macht ringen. Und
Freiheit durch Geld erkauft wird. Unsere neue Heimat. Du wirkst unzufrieden, meine Hübsche. Deine Hübsche leidet unter der Sonne und vermisst ihre angenehmen Träume. In Mengbilla kaufe ich dir einen Sonnenschirm und frisches Traumkraut. Verbrecher! Mörder! Ich dachte, das hätten wir jetzt hinter uns. Gaia, ihr habt meinen Sohn! Meinen Sohn! Ich kratze euch die Augen aus! Wir haben dein Kind nicht, Mütterchen. Verbrecher! Was ist denn passiert? Beruhigt euch. Wir haben niemanden entführt. Erzählt uns, was passiert ist. Dann seid ihr keine Sklavenjäger. Mein Usim. Seit 3 Tagen ist er verschwunden. Die Monterreys haben ihn geholt. Ich bin mir sicher, ich will, dass ihnen die Hände wegschimmeln. Die Augen sollen ihnen aus den Augenhöhlen tropfen. Alle 10 Götter sollen sie strafen und an eine brennende Folterbank ketten. Vielleicht steckt ja jemand anders dahinter. Wie bei meiner Schwester. Bitte sucht ihn. Schön und gesund und kräftig ist er. Mein Usim. Warum hilft mir niemand? Geh nach Hause, Mütterchen. Wir finden deinen Usim. Danke. Danke, 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 danke. Die Sklavenjäger sind nach Westen aufgebrochen. Sklavenjäger? Die Monterreys. Marwans Menschenhetzer. Sie holen sich, wen sie wollen. Aber ihr gehört nicht zu ihnen. Das sehe ich. Ihr seid freundlich. Ihr werdet mir helfen. Bitte findet ihn. Usim heißt er. Er hat schwarze Haare. Er ist treu und gut und betet viel zur Herrin Travia. Was genau erwartest du dir von diesem... Antworten. Irgendetwas. Ich muss wissen, was passiert ist. Naja gut, wir sind in Mengbila, ne? Also von daher hätte es uns nicht überraschen sollen, dass hier Sklavenjäger unterwegs sind und Sklaven gehalten werden. Puh, na gut, da ist die Dame, da ist eine Händlerin. Alles aus zweiter Hand, dafür aber billig. Oh, ein Second-Hand-Laden. Was habt ihr anzubieten? Ein Second-Hand-Laden, ein Kurzbogen, Kurzbogen, Pfeile, immerhin. Heiltränke, Langdolch, naja. Nicht so wahrlich. Kaftan und 3 Spitz. Haben wir ja einen bekommen, den würde ich gerne, hat nichts anzubieten, was irgendwie für uns sinnvoll wäre, ehrlich gesagt. Den 3 Spitz würde ich gerne, ich meine, der macht 10% Hiebschaden, ja, ansonsten nichts. Er schützt nur den Kopf gegen ein bisschen Hiebschaden, aber das ist in Ordnung. Jetzt sieht unser Zwerg wenigstens auch so ein bisschen diebisch aus irgendwie. Ich speichere mal eben schnell. Dann reden wir nochmal mit der Frau. Bitte findet ihn. Usim heißt er. Er hat schwarze Haare. Er ist treu und gut. Ja, alles klar. Also, sie will nur, dass wir Usim finden. Und ich glaube, in diesem verschlafenen Nest hier werden wir wahrlich nicht viel sonst... Die Sklavenkarawane werden wir ansonsten wahrlich nicht viel erleben. Deswegen reisen wir direkt bei der Karawane hinterher. Oh. Oh. Das fängt ja... Ohne viel Federlesen. Einfach hier, zack. Da sind wir. Hier steht jemand, der hat eine schöne Rüstung an für einen Bogenkämpfer. Ein Bogen, einmal Schwert und Schild und noch einmal Schwert und Schild. Und wir sind hier unten. 90, 90, 90. Vielleicht sollten wir erstmal das Bogenduell da hinten gewinnen. Während sich unsere anderen Kameraden hier um die Nahkämpfer kümmern. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Ja. Wir könnten sie natürlich auch hier in die Büsche locken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann können wir die Büsche wieder anzünden, aber naja, verzichten wir mal darauf. Hier will niemand rankommen, wirklich nicht? Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir haben das Bogenduell gewonnen. Ist nur so eine Vermutung. Na! Okay, damit hätte ich rechnen müssen. Verdammt! Bin aber auch doof. Damit hätte ich rechnen müssen, der Passierschlag. Verdammt nochmal.
Kann ich hier irgendwas an den, vielleicht kann ich ja schon die Wagen aufmachen. Das wäre eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Probieren. Aber ich glaube, es hat sich auch schon erledigt. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Hier in den Wagen kann ich nichts machen, leider. Na gut, alles klar. Komm, noch ein Schuss. Nein! Die 5 Schadenspunkte hätte man sparen können. Aber gut, die Sache ist erledigt. Wir haben so viele Abenteuerpunkte, ich muss ganz dringend mal Abenteuerpunkte ausgeben. Lass uns frei. Bitte. Wir suchen ja schon nach einem Schlüssel. Heißt irgendwer von euch Usim? Wir suchen einen guten, götterfürchtigen Usim. Niemand? Ich fürchte, wir bekommen Besuch. Wen haben wir da? Eine Handvoll Prachtexemplare. Streckt die Waffen und beugt das Knie vor Diego und Helia Monterey. Oh. Was immer der Zwerg gleich sagen wird, der Kampf ist aussichtslos. Weg mit der Waffe, Naurim. Diesmal verlieren wir. Willkommen, Neuankömmlinge. Einige von euch werden hier bleiben. Andere werden weiterziehen und vielleicht sogar als Gladiatoren Ruhm ernten. Aber euch allen ist gemein, ihr seid jetzt Sklaven. Je früher ihr euch damit abfindet, desto besser. Von nun an gelten für euch folgende Regeln. Ihr besitzt nichts, was wir euch nicht geben. Ihr sprecht nicht, wenn wir euch nichts fragen. Ihr unternehmt keinen Fluchtversuch. Brecht eine dieser Regeln und eure Köpfe zieren unsere Zäune. In Kürze werden wir herausfinden, wer von euch sich für welche Arbeiten eignet. Viel Glück. Kommt, sehen wir zu, wie wir hier wieder rauskommen. Oh, nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wir sind selber Sklaven geworden und es ist das zweite Mal, dass wir unsere gesamte Ausrüstung verlieren. Kabla. Und wer bist du? Man nennt mich Kabla Karastula Ben Najara. Rastula? Ist das nicht der Gott der Wüstensöhne? Ich bin ein Rufer der Macht des einzigen Gottes. Sohn der Beni Derwes. Ein Jünger des Said Ben Ilram Al-Musa. Ich bin ein Derwisch. Ein Zaubertänzer des Sultans. Und jetzt bist du ein Sklave. Die Ungläubigen haben mich gefangen. Aber niemals werde ich ihr Sklave sein. Was macht ein Derwisch? Wir rufen Rastullas Macht und Herrlichkeit auf die Welt herab. Unsere Tänze verkünden den Ungläubigen den Tod. Weißt du etwas über diese Sklavenjäger? Die Monterreys? Ein grausames Liebespaar. Nicht wie Mann und Frau sein sollten. Am ersten Tag weigerte ich mich, meine Morgensuppe zu speisen. Denn ein Ungläubiger hatte die Schüssel vor mir berührt. Daraufhin zierte ein Bolzen die Stirn meines Hintermannes. Entscheide selbst, ob du den anderen Sklaven deinen Aberglauben zumuten möchtest, sagte das Weib. Was dann? Rastullah, vergib mir. Seitdem versündige ich mich an unserem Herrn und breche jeden Tag ein weiteres seiner 99 Gebote. Siehst du eine Möglichkeit, aus diesem Lager zu entkommen? Nicht ohne Bolzen im Rücken. Ein Derwisch könnte aber tatsächlich bei der Flucht aus dem Lager hilfreich sein. Seid stark! Helia und Diego Monterey. Ja, wir haben es mal wieder geschafft, gefangen genommen zu werden, wie bei den Zwergen damals. Ich werde mich mal zwischen den Folgen. Ich habe zwar immer auf diese Sonderfertigkeiten gespart, aber ganz ehrlich, wir haben 2100 Abenteuerpunkte, die sollte man vielleicht auch mal ausgeben. Hier auch in puncto Selbstbeherrschung, Körperbeherrschung und so weiter. Kriegskunst wäre vielleicht auch eine interessante Sache. Das müssten wir noch auf Stufe 3 und 4 hochbringen. Beziehungsweise zumindest mal auf Stufe 3, also das wäre dann 13. Dann hätten wir nicht nur für die Gegner Parade ausweichen minus 2, sondern für uns auch plus 2. Das wäre, glaube ich, eine ganz interessante Angelegenheit. Das gleiche könnten wir übrigens bei Naurim auch machen. Bei dem wir auch die Körperbeherrschung vielleicht nochmal hochsetzen. Niederwerfen, Attacken dann zu verhindern und den Auswirkungen von Umgebungsobjekten zu widerstehen. Finde ich gut, weil wir gemerkt haben, im Sumpf. Ich glaube, eine gute Körperbeherrschung ist für alle ganz sinnvoll. Und Selbstbeherrschung, zumindest für unsere beiden Kriegerlies, dass die vorne nicht so viele Wunden kassieren, weil haben die erstmal Wunden kassiert,
dann sieht es sehr schlecht aus für uns. Und was ich bei ihm gerne machen würde, wäre nochmal die Zauber zu erhöhen. Zumindest den Ignifaxius und den, wo ist er? Die arkane Wand, die müssten wir wahrscheinlich öfter einsetzen, ne? Den Armatrutz haben wir bisher auch noch nicht so wirklich benutzt, weil er ja eigentlich auch nicht vorne stehen sollte. Und den Ignisfero, der könnte bei großen Gegneransammlungen tatsächlich sinnvoll sein. Also ich mache mir jetzt da tatsächlich mal Gedanken drum. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir versuchen, aus diesem Sklavenlager zu fliehen. Vielleicht mit der Hilfe eines Derwischs. Vielleicht wird er ja unser nächster Charakter, ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.